Ich möchte in diesem Video mit Ihnen ein ganz klein wenig über die Messung von Verhandlungsmacht sprechen. Also Verhandlungsmacht ganz im Allgemeinen bei Verhandlungen, natürlich im Speziellen auch in Koalitionsverhandlungen. Es gibt dafür nämlich ein spieltheoretisches Verfahren, mit dem man genau das messen kann. Nennt sich Shapley-Wert. Also das ist eine der Sachen, auf die wir hier heute eingehen. Wenn Sie die Koalitionsverhandlungen interessieren, dann übrigens werde ich Ihnen auch noch ein paar andere Sachen sagen, wie im Augenblick eigentlich die Verhandlungsstrategie der FDP sinnvollerweise eigentlich sein sollte, dass die CDU in einer viel stärkeren Position ist, als man von außen hier glaubt. Und ich werde das Ganze natürlich auch immer versuchen zu übertragen auf Situationen, die Sie später einfach entsprechend verwenden können, in anderen Situationen, also nicht in Koalitionsverhandlungen, denn das Tolle bei der Geschichte ist ja, dass man genau solche Überlegungen eben in den unterschiedlichsten Konstellationen, in unterschiedlichsten Bereichen immer wieder anwenden kann. Also ich bin sicher, für den Fall, dass Sie dieses Video hier später angucken, werden Sie etliche Dinge wiedererkennen und garantiert auch prima verwenden können. Wenn wir gerade bei dem Thema der Wiederverwendung sind, vielleicht haben Sie auch Lust, meinen Kanal zu abonnieren, gibt es hier ganz gratis jede Woche eine tolle neue Sache über Spieltheorie, über Anwendung der Spieltheorie auf echte Lebenssituationen. Und ich denke, das kann man wirklich in vielen Situationen wirklich sehr gut verwenden. Werden Sie auch sehen, dass das wirklich ziemlich gut übertragbar ist. So, und jetzt steigen wir einfach mal ein, gucken uns an, wie misst man eigentlich sinnvollerweise die Verhandlungsmacht. Das, was ich hier normalerweise mache, ist die sogenannte nicht-kooperative Spieltheorie. Das heißt also, da ist es so, dass die Spieler voneinander unabhängig entscheiden und dann am Ende sozusagen überrascht feststellen, was der andere eigentlich gemacht hat. Das ist bei Verhandlungen ja nicht so. Bei Verhandlungen ist es ja so, dass die Leute zusammensitzen, verhandeln eben, sprechen miteinander, schließen am Ende einen bindenden Vertrag. Und genau das ist der Bereich der sogenannten kooperativen Spieltheorie. Ja, gibt diese beiden Standbeine in der Spieltheorie. Und das, worüber wir jetzt sprechen, ist erstmal aus der kooperativen Spieltheorie. Danach geht es dann mal weiter zur nicht-kooperativen Komponente. Und das Konzept der kooperativen Spieltheorie, über das ich hier mit Ihnen sprechen möchte, ist eben der sogenannte Shapley-Wert. Der misst die Verhandlungsmacht. Das ist die eine Interpretation. Sie können aber auch damit fragen, wie viel sollte eigentlich in einer Koalition dem Einzelnen jeweils zugestanden werden. Also diese beiden Interpretationsmöglichkeiten, davon gibt es eigentlich. Nun ist es so, dass wir im normalen Leben ja eigentlich so bestimmte Konventionen haben. Also wir haben die Konvention beispielsweise, die größte Fraktion ist immer diejenige, die den Kanzler stellen darf und, weiß ich, die kleineren müssen sich danach ausrichten und kriegen dann entsprechend weniger und sowas. Und da sind sehr viele Sachen drin, von denen wir sagen würden, das ist sozusagen fair, das so zu machen. Das Verrückte ist, es lässt sich nicht unbedingt wirklich mathematisch begründen, dass das eine vernünftige Methode ist. Und dieser Shapley-Wert geht deshalb auf eine völlig andere Art und Weise vor. Der überlegt sich aufgrund mathematischer Überlegungen, wie sollte eigentlich eine Aufteilung zum Beispiel stattfinden oder in wie stark oder schwache Position ist der Einzelne eigentlich. Und das funktioniert so, dass man von ganz einfachen Axiomen startet. Also Axiome, das sind einfach immer Überlegungen, bei denen jeder sagen würde, klar, muss das so sein. Also beispielsweise ist ein solches Axiom, dass wenn alle Spieler gemeinsam eine Koalition bilden, das ist übrigens das, was man in der Spieltheorie eine große Koalition nennt, er hat in der Spieltheorie eine etwas andere Bedeutung, als wir sie im Leben kennen, aber das nur am Rande. Also wenn alle Spieler gemeinsam eine Koalition bilden, dann soll alles, was zu verteilen ist, auch verteilt werden. Also in anderen Worten, das Ergebnis soll effizient sein. Es soll nichts übrig bleiben, wenn am Ende alle was beigetragen haben, soll auch alles verteilt werden. Das ist nicht unbedingt gegeben, aber eben wie gesagt, wir haben hier die sogenannte kooperative Spieltheorie. Das heißt, da wird das eben tatsächlich so gemacht, dass es eben genau dieser kooperative Aspekt. Ja? Oder ein anderes Axiom ist, wenn jemand nichts beiträgt, soll er auch nichts kriegen. Also das sind so einfache Sachen, da gibt es eigentlich insgesamt 4 Stück von, gucken uns die anderen gar nicht an, aber es sind solche einfachen Dinge wie das hier, Sachen, bei denen man eigentlich sagen würde, ja klar, das muss so sein. Und wenn man diese Axiome einmal akzeptiert hat, dann kommt man auf einmal nicht mehr um den Shapley-Wert herum. Also das ist eine ganz faszinierende Sache eigentlich bei solchen Beweisen. Und da hilft es gar nichts, dass wir sagen, ja, aber irgendwie kommt uns nicht so richtig fair vor und sowas. Ja. Da muss man sagen, ja, an welcher Stelle, welches Axiom wollen wir denn jetzt eigentlich abschaffen? Ja, kann man machen natürlich, aber man muss sich dann eben wissen, das geht schon mit sozusagen Problemen einher, ja, wenn man jetzt dann einfach sagt, wir wollen irgend so eine Aktion plötzlich nicht mehr gelten lassen. Also okay, das ist die Art und Weise, wie sowas funktioniert. Und wie arbeitet jetzt der Shapley-Wert? Der macht das so, dass er alle Kombinationsmöglichkeiten von Koalitionen einfach durchgeht, also permutiert sozusagen einfach alles durch. Ja, sagt also Partei 1, 2, 3 bildet eine Koalition. Jetzt kommt noch 4 hinzu. Wie viel trägt Partei 4 eigentlich dazu bei, zu dieser jetzt neu entstehenden Konstellation? Und so wird es eben mit allen Kombinationsmöglichkeiten da gemacht. Und das ist ein sehr geschicktes Verfahren, weil auf die Art und Weise nämlich eine Gewichtung vorgenommen wird. Also wenn jemand nur einen einzigen anderen Koalitionspartner braucht, dann hat er durch dieses Verfahren letztlich einen höheren Wert, der am Ende rauskommt, als jemand, der eigentlich immer nur so ganz am Ende bei ganz großen Koalitionen immer so ein kleines Zünglein an der Waage sein kann. Und auf die Art und Weise ist dieser Shapley-Wert eben einer, der wirklich mit also sehr einfachen Verfahren, wenn man so will, am Ende zu einem sehr vernünftigen Ergebnis eigentlich kommt. Das einzige kleine Problem ist, das Ganze ist ein bisschen lästig auszurechnen. Sie merken schon, wir haben jetzt hier 6 Parteien, 6 Spieler sozusagen, die mit dabei sind und wir müssen alle Kombinationsmöglichkeiten verwenden. Es kommt auch auf die Reihenfolge dabei an, also beispielsweise ist 1, 2, 3 was anderes als 1, 3, 2.
Das finden übrigens viele komisch, aber das ist nur letztlich eine Möglichkeit, wie man eben gewichtet. Ja, auf die Art und Weise werden sozusagen die kleinen Beiträge schwächer gewichtet. Daher kommt das Ganze, aber wie auch immer. Jedenfalls haben wir jetzt also 6 Fakultät unterschiedliche Möglichkeiten. Das wären 720 Möglichkeiten. Sie können sich vorstellen, wenn Sie das Ganze jetzt in Excel machen wollten, dann haben Sie relativ viel zu tun. Das Gute ist aber, heutzutage braucht man das gar nicht mehr, sondern man geht einfach ans Internet, ruft dort etwas auf, nämlich zum Beispiel shapleyvalue.com. Das ist ein Online-Rechner. Dort geben Sie zwar auch immer noch relativ viele Werte ein, aber Sie geben eben nur noch eine relativ kleine Anzahl an Werten ein und der ganze Rest wird dann eben entsprechend von diesem Online-Rechner ausgerechnet. Also wenn Sie da drauf gehen und das nachvollziehen wollen, was Sie hier gemacht haben, Sie können einfach die Werte eingeben. Ich habe es immer so gemacht, wenn eine Koalition keine Mehrheit zustande bekommt, also wenn sich das Quorum von 50%, das ist die absolute Mehrheit, wenn das durch eine Koalition nicht erreicht wird, dann kriegt sie eine Auszahlung von 0. Und immer dann, wenn sie eine Koalition erreichen können, also über die 50% kommen, dann kriegen sie entsprechend eine Auszahlung von 1. So, und jetzt gucken wir uns mal an, was dabei herauskommt an Shapley-Werten. Dort ist es nämlich so, dass jetzt erstmal für CDU und SPD der Wert von 0,3 herauskommt. Also in beiden Fällen exakt das Gleiche. Wenn Sie sich wundern und sagen, die haben doch unterschiedliche Größen. Ja. Naja, sie tragen aber eben nicht unterschiedlich viel dazu bei. Also es ist eigentlich egal, ob man hier 24% oder 26% Stimmen hat. Der Beitrag, aufgrund dieser marginale Beitrag zu den verschiedenen Koalitionen, ist halt immer genau der gleiche. So, und die vier kleinen Parteien, denn die drei kleinen Parteien, muss man eigentlich sagen, Grüne, FDP und AfD, die haben jeweils einen Shapley-Wert von 0,13. Sie merken auch hier, obwohl die ganz unterschiedliche Stimmenzahlen bekommen haben, ist der Shapley-Wert für alle drei genau gleich. Das liegt, wie gesagt, daran, dass die eben genau gleich oft Zünglein an der Waage sind. Deshalb ist der Shapley-Wert einfach, der sagt, diese Stimmenunterschiede interessieren uns hier im Augenblick überhaupt nicht. Und die Linke, das wird Sie vielleicht wundern, hat einen Shapley-Wert von 0. Aber das liegt daran, dass die Linke nie Königsmacher werden kann. Also egal, welche Konstellation wir uns überlegen, ob die Linke dabei ist oder nicht, macht nie den Unterschied zwischen wir kommen über die 50% oder wir kommen nicht drüber. Und jetzt gucken wir uns mal an, wenn jetzt also eine Koalition entsteht, eine Dreierkonstellation, also zwischen einer der großen Parteien, also entweder die CDU oder die SPD, eine von den großen Parteien, schafft es ein Bündnis mit zwei von den kleineren Parteien zu bilden. Dann gucken wir uns einfach mal an, was jetzt passieren würde, wenn wir aufgrund der Shapley-Values umrechnen würden, wie viele Minister die als Auszahlung bekommen sollen. Ja, ich habe mir gesagt, dass entweder diese Verhandlungsmacht, die im Shapley-Value drinsteht, oder sie sagt eben, wie viel wir in einer Konstellation bekommen sollen. Übrigens, Klammer auf, für den Fall, dass Sie jetzt eher einen mathematischen Hintergrund haben, wenn Sie mir wahrscheinlich an dieser Stelle den Kopf abreißen, dass ich jetzt einfach sage, ich rechne sozusagen diese Shapley-Values um. Stimmt, das darf ich eigentlich nicht. Ich müsste eigentlich jetzt immer ganz explizit den Wert einer Outside-Option mit einberechnen. Also was könnte eigentlich jemand machen, wenn er nicht in dieser Koalition wäre, sondern woanders hinginge. Und das würde wahrscheinlich das mathematisch korrektere Verfahren an dieser Stelle sein. Aber letztendlich ist das, glaube ich, nicht so ein großer, also nicht so wahnsinnig wichtig, weil wir hier sozusagen ein Verfahren brauchen, mit dem wir irgendwie arbeiten können. Und am Ende sind es ja doch nur Näherungswerte. Also das muss uns natürlich auch klar sein. Okay, was kommt also raus? Es kommt raus, dass wenn wir aufgrund dieser Shapley-Werte die Ministerposten verteilen, dann kriegt die große Partei in einer solchen Dreierkonstellation zum Beispiel 9 Minister und die beiden kleinen kriegen jeweils 3. Wieso gerade diese Zahlen? Naja, weil wir eine Ganzzahligkeit berücksichtigen müssen. Ja, wir können denen nicht 2,4 Minister geben und deshalb muss man das sozusagen entsprechend runden. Für den Fall übrigens, dass Sie jetzt demnächst plötzlich so etwas erleben, wie das neue Ministerium eingeführt wird, dann wundern Sie sich nicht, wenn Sie zum Beispiel diese Zahlen hier mal angucken, dann stellen Sie fest, die Ministerposten, die ich im Augenblick nach dieser Rechnung hier verteile, das sind 15. Wir haben aber nur 14 Ministerien derzeit. Das heißt also, es wäre dann hochgradig plausibel, dass man einfach ein neues Ministerium einführt. Das ist die Konstellation, wenn die AfD mit dabei ist. Aber wenn man ganz ehrlich ist, wird sich ja keine Partei trauen, mit der AfD am Ende in irgendeiner Form ein Bündnis einzugehen. Und infolgedessen können wir die sozusagen komplett rausnehmen. Berechnen wir jetzt die Shapley-Werte nochmal neu, dann stellen wir fest, bei der großen Partei ist es jetzt so, dass die einen Shapley-Wert von 0,33 bekommt und bei einer kleinen Partei, die bekommen jetzt Shapley-Werte von 0,17. Ja, also die beiden verbliebenen kleinen Parteien haben jetzt sozusagen in einer jeweiligen Dreierkonstellation ein etwas höheres Gewicht bekommen, als sie es vorher hatten. Das ist nicht unplausibel, ja? Also weil jetzt natürlich ja sozusagen die großen Parteien weniger Auswahlmöglichkeiten haben, mit denen sie sich verbünden können. Dadurch, dass die AfD rausfällt, haben jetzt auf einmal die kleineren Parteien relativ intern sozusagen ein höheres Gewicht. Wir würden jetzt also beispielsweise damit auskommen, dass wir mit den kleinen Parteien jeweils 3 Ministerposten geben, die große Partei sozusagen nur noch 6 für sich beanspruchen könnte. Also das ist so die Größenordnung, die hier rauskommt. Ja, Sie müssen natürlich bedenken, da gibt es nämlich jede Menge Kuhhandel, die Ministerposten sind nicht gleich viel wert und der Bundeskanzler hat auch nochmal einen Wert und so. Aber das sind so die Größenordnungen, die wir jetzt ganz einfach in so einer Situation hier drin haben. Und das sagt für meine Begriffe schon relativ viel darüber aus, wie die Stärkeverhältnisse im Augenblick sind. Und sehr viele, glaube ich, sehr viele auch Beobachter überschätzen im Augenblick den Einfluss der kleinen Parteien.
Also die haben immer das Gefühl, die kleinen Parteien können jetzt alles fordern und so, aber nein, das stimmt nicht. Die kleinen Parteien sind eben auch nur sozusagen eine Möglichkeit in der ganzen Geschichte mit drin und diese Schäppli-Werte sagen uns für meine Begriffe relativ gut, wie stark diese Verhandlungsposition der verschiedenen Parteien eigentlich ist. Wir werden auf verschiedene Konstellationen nochmal eingehen, aber wir fangen jetzt einfach nochmal an, indem wir uns tatsächlich die Verhandlungsstrategien der verschiedenen Seiten einfach nochmal angucken. Und Sie merken, ich rutsche jetzt sozusagen zurück in die nicht-kooperative Spieltheorie. Also während wir eben die kooperative Spieltheorie hatten, geht es jetzt zu der nicht-kooperativen Spieltheorie und wir überlegen uns vor der Verhandlung sozusagen, was für Strategien sollen die eigentlich einschlagen, solange sie noch nicht miteinander gesprochen haben. Ich habe da von einem Zuschauer eine ganz interessante Frage bekommen, der hat nämlich gesagt, es gibt doch häufiger die Konstellation, dass man bei solchen Verhandlungen am besten sein Lenkrad aus dem Fenster rauswirft und dann sein Auto gar nicht mehr steuern kann. Ist das hier eigentlich auch so? Und es gibt tatsächlich einen Hinweis darauf, dass das hier gar nicht so ganz falsch ist, hier eine solche Strategie anzuwenden. Und zwar müssen Sie sich überlegen, dass die Wunschpartner für die FDP und die Grünen als große Partei, der große Wunschpartner, ein unterschiedlicher ist. Also die FDP will sicherlich eher die CDU und die Grünen wollen sicherlich eher die SPD. Also sie haben da unterschiedliche Präferenzen, aber wahrscheinlich ist es ihnen lieber, sich zu einigen, als sich nicht zu einigen. Also das sind erstmal die ganzen Sachen, die dahinter stehen. Und in einer solchen Konstellation ist es tatsächlich eine Methode, dass man sozusagen sich rechtzeitig, ganz frühzeitig bindet und einfach sagt, für mich kommt nur diese eine in Frage, die andere kommt für mich überhaupt gar nicht in Frage. Sie müssen sich auch vorstellen, hier ist es auch noch ein bisschen asymmetrisch. Denn auf der einen Seite hat sich ja die CDU den Grünen immer weiter irgendwie angenähert, man kann vielleicht auch sagen angebiedert, ja, werden von den Grünen natürlich nach wie vor nicht richtig ernst genommen, aber sie haben sich sozusagen so weit angenähert, dass sie potenziell für die Grünen koalitionsfähig geworden sind. Auf der anderen Seite ist es aber für die FDP wahrscheinlich so, dass es ein komplett politischer Selbstmord wäre, wenn sie jetzt tatsächlich plötzlich einer SPD-Regierung in den Steigbügel helfen würde. Also das heißt, das ist eine Sache, da ist glaube ich schon eine starke Asymmetrie drin, denn das wäre wahrscheinlich das Ende der FDP, wenn sie tatsächlich jetzt auf einmal eine linke Mehrheitsregierung auf die Art und Weise ermöglichen würde. Und daher wäre es verdammt gut gewesen, wenn die FDP frühzeitig eine Selbstbindung hätte vornehmen können. Dummerweise hat die CDU einen Wahlkampf geführt, die das Ganze unmöglich gemacht hat. Die haben teilweise einen Wahlkampf gegen die FDP geführt, haben damit der FDP diese Selbstbindungsmöglichkeit genommen, sich auf die CDU festzulegen. Und auch das muss ich sagen, das ist eine so unglaublich dumme Sache, die einfach nur wieder das Gesamtbild reinpasst, wie der Wahlkampf für die CDU geführt wurde. Ich habe ja schon in einem anderen Video gesagt, ich habe nicht mal das Gefühl, die hatten ein U-Boot mit drin, die sie absichtlich schlecht gemacht haben. Auch an dieser einen Stelle ist es ein unglaublich strategisch ungünstiges Vorgehen gewesen, wie sie mit der FDP vorher umgegangen sind. Aber gut, das Ganze haben wir erstmal. Wir dürfen bei diesen ganzen Konstellationen, die wir hier haben, eine Kleinigkeit nicht vergessen. FDP und Grüne passen nicht sehr gut zusammen. Also die eine ist die Partei, die im Grunde genommen alles verbieten will und die andere sind die Partei, die im Grunde genommen alles erlauben wollen. Ich weiß, ihr überspitzt, es gibt jetzt wahrscheinlich wieder böse Kommentare, aber über diesen sozusagen Verbotswahn der Grünen mache ich hier sicherlich nochmal ein anderes Video. Denn es gibt unterschiedliche Arten von Verboten. Ja? Und die FDP will auch Dinge verbieten. Also es ist ja nicht so, dass sie alles erlauben möchte. Aber es ist auf eine ganz andere Art und Weise, wie diese Verbote ablaufen. Also gut, wie gesagt, Thema für ein anderes Video. Hier ist erstmal nur die Sache, dass die beiden eigentlich nicht besonders gut zusammenpassen und die CDU und die SPD an sich wesentlich besser zueinander passen. Und das ist auch das, was bei mir auch rausgekommen ist bei der Analyse der verschiedenen Wahlprogramme. Also vielleicht erinnern Sie sich, ich habe ja hier ein Analysevideo gemacht, wo eine künstliche Intelligenz die verschiedenen Parteiprogramme analysiert hat und hat sich auch gezeigt, dass CDU und SPD eigentlich prima miteinander arbeiten können, viel besser als die ganzen anderen Konstellationen, die es da gibt. Und in gewisser Weise kann man vielleicht auch sagen, das ist der Wählerwunsch gewesen. Es war vielleicht der Wählerwunsch, dass die Große Koalition einfach fortgesetzt wird, aber diesmal unter Führung der SPD. Und damit haben wir natürlich ein kleines Problem, das wollen viele in der CDU nicht. Allerdings gibt es mindestens einen, der das vielleicht doch will, nämlich Söder könnte sein, dass der sagt, ja, das ist eigentlich eine tolle Sache, machen wir ruhig die Große Koalition und geben die Kanzlerschaft an die SPD weiter, denn das ist die einzige Chance für ihn, wie er nochmal jemals Kanzler werden könnte. Das heißt also sozusagen interne strategische Überlegungen innerhalb der CDU-CSU können dazu führen, dass die CDU-CSU selber darauf hinarbeitet, dass eine große Koalition unter Leitung der SPD, unter Führung der SPD zustande kommt. Aber, und das müssen wir auch wissen, Laschet hat letztlich noch einen Ass im Ärmel, an den die meisten nicht denken. Und das ist nämlich seine buchstäbliche Schwäche, die er die ganze Zeit hat. Für den Fall, dass Sie das jetzt wundert, Sie erinnern sich vielleicht, oder wenn nicht, dann gucken Sie es an. Ich habe ein anderes Video gemacht über das Triell. Und in Triell, also eine Duellsituation zwischen verschiedenen starken Spielern, stellen Sie sich ganz einfach mal vor, Sie gehen also in eine solche Triell-Situation hinein. Ja, Sie müssen sich mit anderen Leuten eben duellieren, aber es sind halt mehrere.
Was suchen Sie sich eigentlich für Gegner aus? Sie suchen sich in einer solchen Situation einen möglichst schwachen Gegner aus. Und jetzt versetzen Sie sich bitte mal ganz kurz in die Lage der beiden kleinen Parteien hinein, also FDP und Grüne. Wenn die mit einem sehr starken Kanzler aus der SPD zusammenarbeiten, dann werden im Grunde genommen die beiden kleinen Parteien danach praktisch unsichtbar. Also die erscheinen gegenüber den Wählern nicht mehr besonders wichtig. Ein Olaf Scholz, ja, mit seiner buchstäblichen Stärke, wird die sozusagen in die Wand drücken, wird als einziger noch sichtbar sein. Und das ist natürlich eine Konstellation, die für die kleinen Parteien keineswegs besonders gut ist. Das heißt also, wenn die beiden kleinen Parteien sich jemanden aussuchen können, der von der großen Seite her kommt, dann ist es aus diesen Überlegungen hier für die kleinen Parteien eigentlich wesentlich besser, wenn sie plötzlich einen schwachen großen Kandidaten mit dabei haben. Und sie merken ganz genau, das ist jetzt exakt die Situation, die eben manchmal in solchen Dingen auftritt. Nämlich, dass hier besonders ein schwacher Kandidat plötzlich einen Vorteil hat, weil er eben für die anderen sozusagen weniger Schaden auslösen kann. Es ist nicht ganz exakt das gleiche wie das, was in dem Triell-Video von mir beschrieben worden ist. Also passen Sie bitte auf, man muss hier sozusagen ein bisschen Transferleistung leisten. Ja, das Ganze ist schon eine unterschiedliche Situation. Aber nichtsdestotrotz, die Überlegung bleibt bestehen und die beiden kleinen Parteien sind sehr, sehr gut beraten, dass wenn sie mit einer der beiden großen zusammenarbeiten, sie die schwächere nehmen, einfach aus diesen strategischen Überlegungen heraus. Und das ist einer der Gründe, weshalb ich eben diese Konstellation FDP plus Grüne gehen zusammen mit der CDU, diese Koalition, nach wie vor für extrem sinnvoll halte und gerade den beiden kleinen Parteien eigentlich diese Konstellation auch raten könnte. Das tut natürlich erstmal weh, teilweise, wenn man sagt, oh je, da muss man ja inhaltlich plötzlich ganz andere Sachen machen. Es ist aber eben von der strategischen Position her am Ende wesentlich überzeugender, als wenn man im Grunde genommen in einer Koalition einfach an die Wand gedrückt wird und nicht mehr sichtbar ist in irgendeiner Form. Dann hat man beim nächsten Mal auf einmal schlechte Karten. Da werden nämlich die ganzen guten Sachen werden plötzlich den Großen zugeschrieben. Und das Schlechte wird plötzlich den Kleinen zugeschrieben, weil der Große ja so viel Power hat durch seine Sichtbarkeit sozusagen, dass er das entsprechend umschichten kann. Also daher ist diese strategische Überlegung eben eine, die mir für meine Begriffe sehr, sehr wichtig im Kopf behalten muss. Sie können mir gerne jetzt einfach mal in die Kommentare reinschreiben, was eigentlich Ihre Wunschkoalition wäre. Ob Sie solche Situationen tatsächlich auch aus Ihrem echten Leben heraus kennen, also kennen Sie andere Verhandlungspositionen, wo Sie merken, ja stimmt, habe ich wiedererkannt, ich habe Ihnen am Anfang versprochen, Sie werden sehr viel davon wiedererkennen. Schreiben Sie mir einfach mal rein, ob es solche Situationen gibt, ja, das sind immer sehr interessante Sachen. Manchmal kann man es ja dann auch in anderen Videos entsprechend mitverarbeiten. Also ich freue mich immer, wenn ich solche Informationen hier bekomme. Denken Sie übrigens auch dran, ich nehme häufig kurze Teile von meinen Videos und stelle die auf Instagram, also nicht als Video, sondern ich mache sozusagen kurze Ideen, die da drin stehen, stelle ich immer auf Instagram drauf. Manchmal solche Karussellbildchen, die Sie durchscrollen können. Da haben wir sozusagen eine ganz kurze Teilzusammenfassung dieser Videos hier. Also wenn Sie das möchten, können Sie in Erwägung ziehen, dass Sie mir einfach auch auf Instagram folgen. Ansonsten meinen Kanal hier haben Sie hoffentlich inzwischen sowieso schon abonniert. Und wir sehen uns dann auf diese Art und Weise in der nächsten Woche wieder. Ich freue mich drauf. Bis dahin.